Hallo und herzlich willkommen im Wald und es ist soweit, ein lächerliches Jahr, nachdem ich den ersten Teil vom Rotfuchs abgedreht habe, gibt es nun auch den zweiten Teil dazu. Ja, dann fangen wir mal mit dem ersten kleinen Unterpunkt an, den ich jetzt bewusst an den Anfang gesetzt habe, weil ich enorm Angst habe, dass ich dieses Detail vergesse und ich nicht weiß, in welches Kapitel ich es am besten packen soll. Nämlich die Aktivitätsphase des Fuchses findet größtenteils bei uns nachts statt. Der sieht im Dunkeln gut, der verlässt sich ohnehin mehr auf Nase und Ohren als auf die Augen und deshalb hat er überhaupt keine Probleme damit, im Dunkeln unterwegs zu sein. Tagsüber pennt er meistens. Die Aktivitätsphase weitet sich natürlich noch in die Dämmerung aus, also sobald es beginnt, dunkel zu werden, kommen ja bei uns grundsätzlich alle Wildtiere raus. Also zu dem Punkt, wo der Waldtourist in Anführungszeichen am liebsten nach Hause gehen möchte, weil es Abend wird und gemütlich oder man auch vielleicht Hunger bekommt. Bei mir ist Hunger kriegen das Hauptargument, weshalb ich da nach Hause gehe. Zu diesem Punkt kommen die Wildtiere raus. Das ist wahrscheinlich kein Zufall und man muss bei der Aktivitätsphase eines Tieres immer überlegen, ist das sein natürliches Aktivitätsspektrum, wäre das Tier lieber tags unterwegs oder ist es wirklich ein Tier, das offensichtlich für die Nacht gemacht ist, wie zum Beispiel sämtliche Eulen. Beim Fuchs, wir wissen es nicht, weil er doch sehr gut an einen nächtlichen Raubzug in Anführungszeichen angepasst ist, vermuten viele, dass es wirklich Absicht ist, beziehungsweise im Sinne des Fuchses ist sozusagen, dass er nachts rauskommt. Er wird auch am Tage wahrgenommen, beziehungsweise ist auch am Tage unterwegs und zwar in der sogenannten Ranzzeit, auf die komme ich noch ganz ausführlich zu sprechen, da ist er erstens mal einfach mehr unterwegs, weil er auf Suche nach Weibchen ist. Die Männchen suchen die Weibchen, wie bei uns auch in den meisten Fällen. Und zweitens, auch tags anzutreffen ist er, wenn er jede Menge Jungen zu versorgen hat, Jungfüchse, weil da ist mehr Nahrung nötig, als der Altfuchs an sich eigentlich für sich selber brauchen würde. Und dann muss er auch mehr jagen und dann braucht er auch mehr Zeit und tritt dann auch im Laufe des Vormittags gelegentlich noch auf. Also im Wald anzutreffen. Wenn ihr also einen Fuchs beobachten wollt, dann zur Dämmerung einfach mal nicht nach Hause gehen, sondern am besten irgendwo ganz still und leise in den Wald hocken. Wenn ihr Glück habt, läuft in der richtigen Richtung vom Wind her gesehen einfach mal ein Fuchs durch den Wald. Ihr dürft aus rechtlichen Gründen nicht einen Fuchsbau belauern. Das ist wegen Paragraph 24 des Bundesjagdgesetzes, ich meine, es wäre der 24, aber nagelt mich darauf bloß nicht fest, verboten. Jawohl, ja. Also das verboten ist, ist richtig. Welcher Paragraph es ist, habe ich aber gerade nicht im Kopf. Und dann habe ich mir gedacht, dass ich vielleicht mal ein sehr interessantes Thema gleich an den Anfang packe, nämlich der Fuchs und der Mensch. Der Fuchs ist nämlich durch seine Anpassungsfähigkeit und sein Lernvermögen hervorragend in der Lage, mit uns ganz gut zu koexistieren und auch mit uns klarzukommen. Als Beispiel vorweg, es gibt den Film Der Fuchs und das Mädchen. Wenn ihn jemand gesehen hat, wenn nicht, guckt euch den mal an. Der ist toll, wenn man die Natur mag, finde ich. Also ja, so eine gewisse romantische Ader sollte man vielleicht auch noch mitbringen unter Umständen. Jedenfalls, es gibt mehrfach Fälle, wo sich ein Fuchs mit einer Person, also Mensch, regelrecht angefreundet hat und die eine richtige Freundschaft gepflegt haben über Jahre hinweg, bis der Fuchs dann halt irgendwann nicht mehr aufgetaucht ist, auf gut Deutsch. Das wäre so ein Beispiel dafür, dass der Fuchs mit uns ganz gut zurechtkommt und ist ein super exemplarisches Beispiel dafür, dass der Fuchs sehr wohl in der Lage ist zu unterscheiden zwischen Mensch, der ihn schießen möchte, also Jäger, und Mensch, der einfach nur so im Wald rumschleicht. Man hat also schon durchaus nachgewiesen per Besenderung, dass Füchse quasi in unmittelbarer Nähe von irgendwelchen laut lärmenden Wandergruppen sich irgendwo verkrochen haben können. Die marschieren vorbei und den Fuchs stört das überhaupt nicht. Also der bewegt sich kein Stück und interessiert ihn scheinbar nicht. Während gleichzeitig andersrum, sobald des Nächtens irgendjemand versucht, sich möglichst leise im Wald fortzubewegen und dann auch nur ein Reißverschlüsschen klirrt oder
sowas hier zu hören ist, dann ist der Fuchs sofort auf und davon. Die sind also wirklich ganz, ganz gut darin zu unterscheiden zwischen jemandem, der ihnen was tun will und nicht tun will. Vielleicht, das ist eine Theorie von so dem einen oder anderen, aber das kann man überhaupt nicht nachweisen, sind sie auch in der Lage, in irgendeiner Form zu riechen, ob jemand eine Waffe, Schießpulver, dabei hat. Ja, oder es halt sich ganz offensichtlich um zum Beispiel einen Jogger handelt, der sich von oben bis unten mit Deo eingesprüht hat, wer das beim Joggen tut. Aber so, das sind so Überlegungen, die da eine Rolle spielen. Des Weiteren kann man beim Fuchs beobachten, dass der Fuchs ganz offensichtlich weiß, dass im Wald gejagt wird und in der Stadt nicht. Es gibt Füchse, die in der Nähe von irgendwelchen Siedlungen wohnen, sich tagsüber bewusst in der Siedlung aufhalten, um quasi in Sicherheit zu sein und nur im Schutz der Dunkelheit, also wirklich dann nur ausschließlich nachts und nicht nur auch noch ein bisschen am Vormittags, im Wald anzutreffen sind, weil es dann natürlich erheblich weniger gefährlich ist, wenn stockdunkel ist für sie, und tagsüber wird im Dorf ja nicht geschlossen oder in der Dämmerung. Also so Exemplare sind auch nachgewiesen und man vermutet eben auch, dass der Fuchs gelernt hat, wann auf ihn geschossen wird. Ja, und hat ein Fuchs erstmal gelernt, dass von den allermeisten Menschen überhaupt keine Gefahr ausgeht, außer eben vom Jäger, dann kommt es halt immer mehr vor, dass der Fuchs dann auch beschließt, in die Nähe einer Siedlung oder in eine Siedlung zu ziehen. Denn, ich habe es im ersten Teil schon gesagt, der Fuchs ist ein Nahrungsopportunist. Der frisst immer das, was am einfachsten mit dem geringsten Energieaufwand zu haben ist und was dabei den möglichst hohen Nährwert bietet, und ist als eines von relativ wenigen Tieren in der Lage, süß zu schmecken als Geschmacksrichtung, hat also quasi die Möglichkeit festzustellen, aha, das ist süß, das enthält viel Zucker, das hat viel Kalorien, das fresse ich lieber als irgendwas, was nicht süß ist. Deshalb kann man wirklich beobachten, dass Füchse, wenn sie jetzt wirklich richtig viel Auswahl an verschiedenen Müllsorten in Anführungszeichen haben, sich besonders gerne irgendwelche Süßspeisenreste oder auch Schokolade zum Beispiel holen und das dann verzehren. Wohlgemerkt nicht Zartbitterschokolade, sondern schon die Kinderriegelartige, sowas in der Richtung. Ja, und der Fuchs in der Stadt, dazu vielleicht eine kleine Anekdote. Es gibt in Stuttgart ja bekanntlich einen Fernsehturm und ich meine, zu dem hochfährt irgendeine Seilbahn, Zahnradbahn, also irgendeine Form von so einer Bahn. Wenn die woanders hochfährt, ist auch egal. Es gibt da jedenfalls so eine Bahn. Und diese Bahn fuhr mal eines Tages den Berg runter und unten an der Haltestelle dieser Bahn saß ein Fuchs vor der Bahn. Und die Leute haben sich nicht getraut, aus der Bahn auszusteigen, weil vor der Bahn ein Fuchs gesessen ist. Und der saß da seelenruhig und fand das super interessant, dass die ganzen Leute ihn komisch anglotzen, was die wohl von ihm wollen, so nach dem Motto. Und erst als dann die Polizei mit Blaulicht angefahren gekommen ist, hat der Fuchs sich gedacht, hier ist aber irgendwas jetzt doch ein bisschen seltsam, und ist abgehauen. Also das nur mal so als Beispiel zu Scheu vom Fuchs. Und es gab auch mal einen Zeitungsartikel, da ist der Fuchs durch die Stuttgarter Innenstadt, mitten am Tag, mitten durch die Fußgängerzone getigert. Hat niemandem was getan oder sonst wie, war einfach nur da, und das hat für großes Aufsehen gesorgt. An solche Anblicke werden wir uns gewöhnen müssen, weil, auch wenn ich mich nicht so gut mit den Stadtfüchsen auskenne, die Population der Stadtfüchse nimmt stark zu und die werden immer frecher, in Anführungszeichen. Dass der Fuchs schon immer in der Nähe des Menschen gelebt hat, ist ja bekannt. Er gilt ja nach wie vor, und das ja auch nicht ganz zu Unrecht, als Hühner, Gänse oder sonstiges Geflügeldieb. Und wenn man irgendwo sein Karnickel im Garten in einem kleinen Streichelzoo, in Anführungszeichen, rumhüpfen hat, da könnte schon mal passieren, dass da auch ein Fuchs reinhüpft und danach wieder raushüpft und dann nicht mehr alleine. Übrigens, der Fuchs verträgt sich auch ganz gut mit unseren Haustieren, also diejenigen, die ihr nicht essen möchtet. Also wenn ihr irgendwie euer Karnickel in den Garten setzt, dann ist es halt weg, nachdem der Fuchs da war, wenn es dumm läuft. Das ist so eine Sache. Wenn man jetzt dem Fuchs irgendwelche bösartigen Absichten unterstellt, was ja historisch getan wird, der Fuchs ist ja der Inbegriff der Hinterlist und Tücke. Alle möglichen Tiere haben in der Fabel ja eine bestimmte Eigenschaft, und das wäre jetzt die vom Fuchs. Das ist ja jetzt eigentlich ja falsch, wenn man jetzt mit moralischen Ansätzen an ein Wildtier, das keine Moral kennt, rangeht und dem irgendwie unterstellt, der wäre böse.
ist irgendwo meiner Meinung nach erstens mal Blödsinn und zweitens kann man einfach keine moralischen Maßstäbe an Tiere ansetzen. Das funktioniert so nicht. Ja, also jedenfalls, euer Karnickel wird er sich holen, aber mit Hunden funktioniert es eigentlich ganz gut, dass die sich gegenseitig ignorieren. Manch ein Hund mag auf die Idee kommen, vielleicht einen Fuchs jagen zu wollen, aber da die in der Stadt nicht freilaufend sind, sind mir da keine Probleme bekannt, dass es da mal irgendeinen Konflikt schlimmerer Art gegeben hätte. Im Übrigen, sollte der Hund in der Stadt einen Fuchs erwischen, gibt es übrigens keinerlei Gesetz, was da irgendwie einspringen würde, um den Hundehalter dafür zu bestrafen. Was jetzt nicht heißen soll, dass ihr mit eurem Hund in der Stadt auf Fuchsjagd gehen sollt. Mit Katzen verträgt er sich erstaunlich gut. Da gibt es sogar Fälle, da ist nachgewiesen, dass Fuchs und Katze miteinander gespielt haben. Also Fuchs kommt, fordert Katze zum Spielen auf und Katze hat sich darauf wohl auch schon eingelassen. Meistens ist Katze aber eher typisch Katze und denkt sich, ah, jedenfalls fressen tun sie sich gegenseitig nicht. Katze würde den Fuchs nicht kaputt kriegen. Der Fuchs würde theoretisch die Katze kaputt kriegen, ist aber viel zu gefährlich und lohnt sich in der Stadt nicht, weil eine Katze einfach ein viel zu wehrhaftes Tier ist mit den Krallen. Kann sich der Fuchs da wirklich schwere Verletzungen zufügen, insbesondere die empfindliche Nase. Das riskiert der nicht. Da ist ganz, 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 ganz selten mal Katze im Fuchskot gefunden worden. Das waren dann wahrscheinlich irgendwelche blattgefahrenen Katzen, denn der Fuchs ist auch Aas und ist deshalb auch gerne mal an Straßen anzutreffen. Noch eine Anpassung an den Menschen, also eine nützliche Anpassung an den Menschen, dass der Fuchs eben davon profitiert, dass wir gerne mal andere Viecher totfahren. Auch ihn selber. Natürlich kommt dann auch mal der eine oder andere Jungfuchs, der gerade erst rausgefunden hat, oh, an der Straße gibt es Essbares, auch mal unter die Räder. Das ist überhaupt nicht selten. Und soweit wir wissen, die zweithäufigste Todesursache, mal abgesehen von irgendwelchen Großseuchen, Tollwut, dazu kommen wir auch noch, und nach der Jagd. Gut, das zum Thema Fuchs und Mensch. Ach nein, doch nicht. Ich hätte noch drei Anekdoten. Füchse in England, da gibt es ja diese Fuchsjagd mit dem Pferd, wo man mit der Hundemeute den Fuchs durch die Gegend hetzt, mit den Pferden hinterher reitet und das über Stock und Stein und das Ganze so lange, bis der Fuchs einfach nicht mehr weiter kann und quasi K.O. in der Ecke liegt und dann erst erlegt wird, ist ja aus tierschutzethischen Gründen und so weiter schwer umstritten, finde ich auch richtig, halte ich für Schwachsinn, diese Art der Jagd, aber sie ist von daher interessant, dass man bei diesen Jagden beobachten konnte, dass es Füchse gab, die sich, um die Hunde abzulenken, in Pfefferminze gewälzt haben, also Dufttarnung sozusagen. Füchse gab, die ein Stückchen durch den Bach gelaufen sind. Das kann man sich auch nicht anders erklären, weil sie nicht durch den Bach hätten laufen müssen. Ja, sie waren am Bach unterwegs, haben plötzlich einen Abstecher in den Bach gemacht, sind ein Stückchen durch den Bach, also am flachen Ufer, und dann wieder raus aus dem Bach. Das kann man sich auch nur als Dufttarnung erklären. Also es ist schon verdächtig, wenn jeder flüchtende Mensch das auch so machen würde. Wer das im Fernsehen gesehen hat, heute hat der Fuchs auf Fernsehen geguckt, möglich wär's. Und dritter kurioser Fall, auf dieser Verfolgungsjagd rennt so ein Fuchs auch relativ häufig, das ist wirklich mehrfach beobachtet worden, über irgendwelche Zäune und Mauern, wo ganz schmal sind, eben, dass da auch wenig Duft von ihm haften bleibt und da auch nicht zu riechen ist, zumal er sich dann auch über dem Erdboden befindet und die Hunde ihn ja am Boden, mit der Schnauze am Boden suchen, in Anführungszeichen. Also enorm intelligent dieses Viech und auf vielfältige Weise an seinen jeweiligen individuellen Lebensraum angepasst, sei es nun der Wald, das Feld, die Stadt oder eine Kombination aus allen drei. So, nach diesen ja, random Fuchs und Mensch Fakten, würde ich es jetzt fast nennen wollen, das erste Kapitel hier, gehen wir jetzt mal so ein bisschen detaillierter auf die Lebensweise des Fuchses ein. Da müsst ihr wissen, es gibt die klassische Sichtweise und die etwas modernere Sichtweise. Die modernere Sichtweise zusammengefasst, wir sind uns nicht mehr ganz so sicher. Die klassische Denkweise zusammengefasst, der Fuchs ist ein Einzelgänger und bildet nur Pärchen zur jungen Aufzucht und geht danach wieder seiner Wege. Grundsätzlich stimmt das in großen Teilen der Fuchspopulation, aber es gibt, um das vorwegzunehmen, mittlerweile
nachweisbar auch Fuchsrudel, also Fuchsgruppen, Zusammenleben mehrerer Füchse. Der Begriff Rudel fällt in diesem Zusammenhang nicht, weil abgesehen davon, dass sie zusammen aufeinander in einem Bau wohnen und nebeneinander wohnen, in Anführungszeichen, sind wir uns noch nicht sicher, inwiefern da wirklich jetzt eine großartige Sozialstruktur und so weiter und so fort herrscht, wie das in einem normalen Rudel immer der Fall ist. Deshalb ist man mit dem Begriff Rudel einfach jetzt mal vorsichtig. Es wird sowas in der Richtung sein und ich werde jetzt weiterhin auch den Begriff Rudel verwenden. Aber ja, zum Beispiel gehen die Füchse nicht zusammen auf die Jagd, wie das Wölfe beispielsweise tun, sondern jeweils einzeln. Die wohnen, die haben quasi eine Wohngemeinschaft. So könnte man das, glaube ich, sagen. Mit teilweise interessanten sexuellen Konstellationen unter den Füchsen. Da geht's heiß her. Ja, aber jetzt gehen wir erstmal auf das klassische Fuchsbild ein. Den gibt es also definitiv. Es gibt Füchse, die so leben. Das ist also nicht falsch. Es ist nun nicht eben das Einzige. Einzelgänger soll heißen, Fuchs streift durch die Gegend, ist tagsüber, wenn er schläft, nachts ist er ja unterwegs, meistens nicht in seinem Bau. Der Bau wird größtenteils zur Jungenaufzucht verwendet und man muss dazu sagen, jeder Fuchs hat mehrere Baue. 2 bis 4 so ganz, ganz grob. Es gibt auch noch Extremfälle, wo sie noch mehr haben. Aber kein Fuchs hat nur einen Bau. Zumindest, soweit wir es wissen. Vielleicht mag es den einen oder anderen Spezialfuchs geben, wenn die Fuchsdichte einfach so hoch geworden ist, dass dann nur noch ein Bau pro Fuchs zur Verfügung steht. Der Fuchs gräbt selber nicht besonders gerne. Wenn er unbedingt muss, buddelt er sich auch selber einen Bau. Viel lieber verwendet er Baue, die schon da sind oder natürliche Risse im Fels oder ähnliches oder natürliche Höhlen von anderen. Aushöhlungen irgendeiner Art. Natürliche Höhlen von anderen Tieren gibt es ja nicht. Das wäre ja dann quasi ein Bau von jemand anders. Besonders gerne werden Dachsbaue vom Fuchs dann bewohnt, nachdem der Dachs ausgezogen ist. Es gibt aber auch Fälle, in denen Fuchs und Dachs eine gewisse Wohngemeinschaft bilden. Wobei wieder umstritten ist, gibt es da dann einen Burgfrieden, solange die gegenseitig im Bau hocken und tun sie sich nichts? Oder mampfen die sich jeweils die Jungtiere weg? Weil das können sie. Sowohl der Dachs frisst Jungfuchs, als auch der Fuchs Jungdachs. Nur die jeweils adulten Viecher lassen sich eigentlich normalerweise in Ruhe. So ein Dachs ist ja auch durchaus wehrhaft. Die sind ordentlich groß und schwer, die Viecher. Das ist also auch noch nicht so abschließend geklärt, wie das funktioniert. Aber selber buddeln, nur wenn es sein muss, lieber irgendwo noch beim Dachs einziehen. Übrigens, wenn Dachs und Fuchs den gleichen Bau bewohnen, dann nur, wenn der Bau entsprechend riesengroß ist und über mehrere Schlafkammern, Ein- und Ausgänge und so weiter und so fort verfügt, dann funktioniert das. Ja, und unser Fuchs ist eben nachts in der Gegend unterwegs. Das funktioniert so, dass er meistens an natürlichen Geländekanten entlang unterwegs ist. Irgendwelche Waldränder beispielsweise, Bachläufe. Man vermutet auch, dass er gerne mal irgendwelche Wanderwege oder ähnliches verwendet oder zumindest den Rand eines Wanderweges. Viele Tiere machen das gerne, auch unsere Wege eben mitverwenden. Und wo viele Tiere rumlaufen, ist für den Fuchs natürlich auch die Chance höher, dass da mal irgendwas zufällig umgefallen ist, was er dann verzehren kann. Also so nach Aassuche. Und scheinbar ist es wohl auch irgendwo für den Mäusefang ganz praktisch, an solchen Geländekanten unterwegs zu sein, dass die Mäuschen auch gerne den Wechsel zwischen Wald und Feld in irgendeiner Form mögen, ist eine Theorie. Woran das jetzt genau liegt, kann man spekulieren. Es ist auf jeden Fall ziemlich typisch, dass er das tut. Ein weiterer Grund, weshalb er das tut, also Geländegrenzen ablaufen, ist auch, dass diese Geländegrenzen meistens seine Reviergrenzen sind. Also ein Fuchs nutzt natürlich auch olfaktorische Markierung seines Reviers, auf gut Deutsch, der lässt da irgendwelche Duftmarken fallen. Der hat ja jedes, das habe ich im ersten Teil erklärt, wie das genau funktioniert mit seinen ganzen Duftdrüsen und so weiter und so fort. Da wird viel über das laufen. Aber ganz oft sind eben die Grenzen des Fuchsreviers, soweit man es als Mensch überhaupt irgendwie eingrenzen kann, identisch mit dem Waldrand beispielsweise oder einem Fluss. Was macht er ansonsten so? Das war's eigentlich. Da ist er unterwegs. Wenn er was zu essen findet, findet er was zu essen. So Fuchs braucht pro Tag
Ungefähr in Mäusen gerechnet so 20 bis 25 Stück, so je nach Situation. Bei der jungen Aufzucht können das nochmal erheblich mehr sein. Und das ist so, glaube ich, der Durchschnittswert über das ganze Jahr gerechnet. Das ist im Winter vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr als im Sommer. Und ja, schwer zu sagen, habe ich jetzt keine so wirklich guten Daten für gefunden. Allerdings, er fängt auf jeden Fall eine Menge Mäuse, wenn er sich primär von Mäusen ernährt. Es gibt auch eine Tabelle, die besagt, woraus die Fuchsnahrung so prozentual so ungefähr besteht. Ich weiß nicht mehr, ob ich das im ersten Teil gesagt hatte. Ich sage es jetzt einfach nochmal. So circa 70% tierisch, 30% pflanzlich. Wenn gerade Herbst ist und viel pflanzliche Nahrung verfügbar ist, beziehungsweise in der Stadt, beim Stadtfuchs, kann das auch nochmal erheblich anders da aussehen, dass dann 70 pflanzlich, 30 tierisch. Und fressen an Tieren tut er vor allen Dingen Mäuse und alles, was Mausgröße hat. Theoretisch auch mal einen Maulwurf, wenn er einen kriegt. Das ist eher selten. Plus ein bisschen Vogeleier, weshalb er auch wieder sehr unbeliebt ist. Da kommen wir dann beim Thema Bejagung vom Fuchs noch zu. Plus Aas, egal was eigentlich, außer Artgenossen. Das ist irgendwie bei den meisten Füchsen wohl so, dass sie nicht gerne andere Füchse mampfen, wenn die als Aas am Wegesrand liegen. Ist auch durchaus als biologischer Schutzreflex erklärbar, weil dieses Aas hat mit Sicherheit Krankheiten, die dann auf das Tier, das es frisst, weil es dasselbe Tier ist, definitiv passen, also kompatibel sind. Also man wird dann wahrscheinlich relativ schnell krank, wenn man die eigene Art futtert.